Opel wurde letztes Jahr durch PSA übernommen und viele Opel-Fans trauern schon dem Original Innovationsgedanken und den treuen und soliden Produkten hinterher. Ist die große Frage, was ist da wirklich dran an der ganzen Geschichte? Wir schauen uns eines der letzten eigenentwickelten Modelle heute an, den Opel Insignia Country Tourer. Ja, mit dem Insignia hat Opel noch einmal zeigen können, was sie technologisch in der Lage sind zu leisten. Das Fahrzeug ist auf alle Fälle raus aus dem Bieder-Image ein wenig hervorgehoben. Es spiegelt eine deutliche Wertigkeit dar und soll durchaus den großen deutschen etablierten Marken von Audi, BMW und Mercedes eine gewisse Konkurrenz machen. Und da kommt im Moment natürlich das Thema Offroad auch mit hinein. Und so haben wir hier ein kleines Crossover-Modell, und zwar mit dem Insignia Country Tourer hat Opel hier eine sehr gute Antwort auf Mercedes E-Klasse All-Terrain oder aber den Audi A6 All-Road im Programm. Die Front entspricht denen aller Opel Insignia Modelle. Wir haben eine sehr spitz zulaufende Nase, eher so ein bisschen Shark-Nose-mäßig. Wir haben sehr schmale Scheinwerfer, die hier ausgeführt sind mit dem IntelliLux Matrix LED-Licht, was wirklich zu empfehlen ist, was eine tolle Ausleuchtung bietet und auch den Gegenverkehr ausspart. Hier haben wir schon die ersten Plastikbeplankungen an der Front, die zu dem Country Tourer Modell gehören. Viel schwarzes Plastik, was einen schönen Kontrast bietet. Man kann auch sehr, sehr knallige Farben ordern, was ich sogar empfehlen würde, anstatt hier diesem etwas gräulich-grünen Lack, den wir hier haben. Einen Unterfahrschutz in Silber hat man. Das Opel-Logo wird hier noch mit Stolz richtig präsentiert und getragen. An der Seitenlinie sehen wir auch die nächsten Plastikbeplankungen hier rund um die Radhäuser, die sich unten über die Schweller ziehen und dann auch wieder über den Radkasten bis ins Heck hinein. Verbaut sind hier die serienmäßigen 18 Zoll Räder. Ein sehr, sehr schönes Design für meine Begriffe, auch aufgrund der titangrauen Lackierung und den silbernen polierten Elementen hier drinnen. Insgesamt haben wir hier gut 5 Meter Länge an Blech verbaut, in einer sehr, sehr schönen Linienführung, die sich hinten leicht abfallend ist. Und was ein typisches Designmerkmal der Opel-Modelle hier ist, ist diese Chromlinie, die sich hier hinten extrem nach unten in die LED-Rückleuchten integriert. Das sehen wir auf der Rückseite auch sehr, sehr schön, wie sich diese Linie hier bis in die dreidimensional ausgearbeiteten Rücklichter zieht und wirklich ein sehr, sehr schönes, stimmiges Bild bietet und das Ganze nochmal optisch ein bisschen in die Breite ziehen. Hinter der Heckklappe befindet sich ein sehr gut zugänglicher Laderaum. Wir haben eine nicht allzu hohe Ladekante hier. Der Kofferraum ist angenehm tief. Von der Bauhöhe haben wir durchaus ein paar Probleme, da wir hier eine schräg gestellte Heckklappe haben und hier größere oder respektive höhere Gegenstände durchaus gegen anstoßen. Das heißt also, da ist das Ganze ein bisschen eingeschränkt. Ansonsten gibt es keine störenden Elemente, sodass wir auch breitere Gegenstände problemlos einladen können. Die Rückbank können wir tatsächlich hier per Knopfdruck wunderbar umlegen. Bietet sich sogar ein ebener Laderaum, wenn das Rollo auch noch rausgenommen wird, dann bis zu 1665 Liter Stauraumvolumen. Und ich als Zwillingspapa konnte auch meinen Zwillingskinderwagen problemlos einladen. Wie es auf der Rückbank hinten aber ausschaut, das sehen wir uns jetzt an. Ja, ich habe mich jetzt mal nach hinten gesetzt im Opel Insignia Country Tourer. Der Sitz ist auf mich eingestellt und auf meine Größe von 1,78 und ein bisschen Speck musste auch noch untergebracht werden hinterm Lenkrad, also sitzt der Sitz ein wenig weiter hinten. Ich sitze unheimlich gut hier hinten, habe aber, wie wir sehen, auch wirklich genügend Beinfreiheit. Ich habe auch genügend Kopffreiheit, es ist hier kein Panoramaglasdach verbaut. Es sitzt sich angenehm ausgeformt hier hinten, die Lehne ist leicht nach hinten gestellt, ist aber nicht verstellbar. Wir haben hier zwei USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole, zusätzlich eine Sitzheizung für links und rechts, die hier verbaut ist, eine Mittelarmlehne mit zwei Getränkehaltern
Und ansonsten gibt es sogar Aufnahmepunkte hier im Dachhimmel, die für das Sicherheitstrennnetz vorhanden sind. Also hinten, ungelogen, alles gut, toller Reisekomfort. Schauen wir nach vorne. So, vorne links der wichtigste Platz im Opel Insignia. Hinter einem tollen dreistreifigen Lenkrad. Ich sitze hier mit einem 1,78 und meinen guten 100 Kilo in einem hervorragend ausgeformten AGR-Sitz, den man ordern kann, der mannigfaltig elektrisch verstellbar ist, sogar über eine Massagefunktion verfügt. Die Schenkelauflage ist ausziehbar. Wir haben hier auch zwei Memory-Tasten. Die Lordosenstütze ist auch elektrisch. Und man findet hier richtig, richtig schnell seinen optimalen Arbeitsplatz vor. Alles ist ergonomisch um einen rumgebaut. Auch die Kniefreiheit hier ist optimal. Und auf langen Strecken kann ich euch sagen, die Sitze sind ein Traum. Ja, aber es sitzt sich nicht nur schön und Reisen ist auch seine Sache. Also würde ich sagen, legen wir los und fahren. Ja, willkommen an Bord vom Opel Insignia. Opel hat mit dem Insignia hier wirklich ein Fahrzeug auf die Beine gestellt, was sich hinter den großen Premium-Anbietern von BMW, Audi und Mercedes in keiner Weise verstecken braucht, sowohl optisch als auch hier beim Fahren und beim Fahrverhalten. Abgestimmt ist der Opel Insignia äußerst neutral. Wir haben wirklich ein tolles Fahrwerk mit sehr gutem Federungskomfort und auf Langstrecken kann das Fahrwerk mit seinen adaptiven Dämpfern auf voller Linie überzeugen. Besonders im Sportmodus schafft das Fahrzeug einen recht handlichen Eindruck zu vermitteln, trotz seiner 5 Meter Außenlänge. Wer das Ganze auf wirklich schlechten Straßen mit dem Opel Insignia unterwegs ist, der wird sich über den Tourmodus der adaptiven Dämpfer freuen, denn hier ist die Federung besonders schluckfreudig. Es werden kaum Schläge noch an den Innenraum weitergereicht und so rum kann man wirklich sagen, der Spagat zwischen extrem komfortablem Reisen und sportlichem, dynamischem Fahren gelingt hier dem Opel Insignia äußerst gut. Unter der Haube haben wir einen 2 Liter Biturbo Diesel verbaut, was das Top-Triebwerk im Insignia darstellt, im Selbstzünderbereich. Mit seinen 210 PS und 480 Newtonmetern ist der Wagen allerdings wirklich ausreichend motorisiert. Wir reden jetzt nicht von übermotorisiert oder sportlich motorisiert, denn das hohe Leergewicht von rund 1,8 Tonnen kommt hier deutlich zum Tragen. Die 8-Stufen-Wandlerautomatik, die hier verbaut ist, arbeitet bisweilen sehr zuverlässig, hat allerdings immer wieder eine gewisse Zugkraftunterbrechung beim Wechseln der Fahrstufen. Hier merkt man ganz klar noch den Unterschied zu den Premium-Anbietern, die hier noch viel verschliffenere Getriebe in sich haben, wie unter anderem eben das 8-Gang-ZF. Getriebe im BMW beispielsweise. Der Motor läuft von der Akustik etwas rauer, ist aber dennoch sehr gut gedämmt und bietet auch hier keinen Anlass zur Kritik. Einzig beim Verbrauch könnte man sagen, dass der Insignia etwas durstiger ist an sich, was aber sicherlich auch zum einen auf das hohe Leergewicht zurückzuführen ist und zum anderen auch auf den Allradantrieb, den wir hier haben, der wirklich vorzüglich arbeitet, der die Kraft sehr schön verteilt, sodass ein Untersteuern bei dynamischem Fahren unterbunden wird. Und auch so fühlt man sich hier einfach rundum wohl im Insignia, wenn man mit ihm unterwegs ist. Diese AGR-Sitze möchte ich tatsächlich noch einmal hervorheben, denn sie bieten wirklich nicht nur tollen Seitenhalt, sondern einfach einen hervorragenden Langstreckenkomfort
und sind auf alle Fälle jeden Cent wert, den man tatsächlich hier investieren müsste. Ja, Cent investieren ist auch immer so eine Sache. Der Basispreis von dem Biturbo Diesel als Offroad-Version Country Tourer liegt bei knapp über 40.000 Euro. Unser Testwagen mit so ziemlich allen Extras an Bord liegt dann schon bei 53.000 und ein paar zerquetschten Euro. Das ist eine Stange Geld, aber wenn man tatsächlich dann diese Optionen hier mit einem BMW oder mit einem Audi nochmal gleichsetzt, dann sind wir auf alle Fälle immer noch im 10.000 bis 12.000 Euro unterhalb dieser Fahrzeuge angesiedelt. Und das ist auf alle Fälle schon mal eine ganze Menge Geld. Und auch in der Leasingrate oder gerade für Geschäftsreisenden ist es so, dass mit 1% Versteuerung hier der Listenpreis deutlich zum Tragen kommt und die Versteuerung sicherlich mit reinspielt. Für Familien immer so eine Geschichte, 53.000 Euro fürs Familienauto auszugeben, das ist eine gute Stange Geld, aber beim Opel Insignia sicherlich nicht allzu schlecht investiert. Ja, der Opel Insignia Country Tourer zeigt, was Opel zu leisten imstande ist, wenn man sie denn einfach machen lässt. Und das ist tatsächlich die Hoffnung, die ich habe durch die PSA-Übernahme, dass Opel weiterhin seine Eigenständigkeit behalten darf und auch weiterhin eigenständig entwickeln darf. Denn der Opel Insignia zeigt tatsächlich, dass man ganz oben mitspielen kann und auch bei BMW, Audi und Mercedes durchaus ein wenig mit den Kunden hadern kann. Dennoch muss man ganz klar sagen, der Insignia ist natürlich nicht in sich perfekt. Es gibt einige kleine Punkte, die einen durchaus etwas nerven oder ärgern. Und hier gehört unter anderem das Infotainment-System dazu. Das Navigationssystem mit seiner Kartendarstellung ist schlicht veraltet. Und hier bedarf es auf alle Fälle nochmal Handlungsbedarf. Und vielleicht beim Facelift kann Opel hier nachlegen. Ansonsten bietet der Insignia viel Platz, ein super komfortables und hervorragendes Alltagsfahrzeug. Und die Offroad-Optik gibt dem letzten Ganzen nochmal einen einzigartigen Kick für meine Begriffe. Ich würde nur, wenn man ihn denn kauft, tatsächlich etwas peppigere Farben wählen, denn hier kann man sich nochmal ein bisschen vom Einheitsbrei abheben, was man eigentlich mit so einem Offroad-Modell ja auch erreichen möchte. Ja, das war's von meiner Seite. Ich sage Tschüss und Servus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte noch den Daumen da lassen und den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Ubi. Servus.